Nach 10 Verhandlungen haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs nun auf das Haushalt- und Finanzpaket geeinigt. Am Ende steht ein Kompromiss, bei dem alle irgendwo ein bisschen nachgeben mussten. Ist ja meistens so. Genau, wie das dann immer so ist beim Kompromiss. Der Recovery Fund, der bleibt insgesamt 750 Milliarden Euro schwer. Aber der Anteil an Zuschüssen, der wurde deutlich heruntergeschraubt. Auch beim Thema Rechtsstaatlichkeit gab es eine Einigung. Die Vergabe von EU-Geldern soll an das Einhalten rechtsstaatlicher Prinzipien gekoppelt sein. Allerdings braucht es zur tatsächlichen Sanktionierung dann eine qualifizierte Mehrheit. Sebastian Plantholt berichtet. Um kurz nach 5 Uhr am Morgen hält Angela Merkel die Einigung in der Hand. Der zweitlängste EU-Gipfel aller Zeiten tritt ein letztes Mal in großer Runde zusammen. Am fünften Tag nach 4 durchverhandelten Nächten stimmen alle 27 Staats- und Regierungschefs dem Kompromiss zu. Wir haben nach sehr langer Sitzung einen guten Abschluss gefunden. Das war nicht einfach. Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben. Großer Gewinner ist aber er, der niederländische Ministerpräsident Rutte, der zusammen mit Österreich, Dänemark, Schweden und Finnland die Summe des nicht zurückzahlbaren Geldes senken konnte. Die 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen werden jetzt wie folgt verteilt. Statt der anfangs geplanten 500 Milliarden Euro an nicht zurückzahlbaren Zuschüssen sind es jetzt nur noch 390. Dafür gibt es mehr Kredite. Statt 250 stehen jetzt 360 Milliarden Euro zur Verfügung. This is a good deal. Das ist ein guter Deal, das ist ein starker Deal und am wichtigsten, es ist genau der richtige Deal für Europa in dieser Zeit. Der zweite große Knackpunkt wurde als letztes gelöst, die Verteilung des 1 Billion Euro schweren EU-Haushaltes. Auch hier bestand Mark Rutte darauf, dass die Verteilung an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien gekoppelt wird. Ungarn und Polen hatten zuletzt Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz gestutzt und drohten mit einem Veto. Jetzt hat man sich geeinigt, dass es eine qualifizierte Mehrheit braucht. Das könnte bedeuten, dass EU-Gelder künftig gekürzt werden, wenn 55% der Mitgliedstaaten der Meinung sind, dass die Rechtsstaatlichkeit verletzt wurde. Zudem müssen diese Staaten 65% der Gesamtbevölkerung der EU abbilden. Das wäre nur sehr schwer zu erreichen. Wohl auch deshalb haben Polen und Ungarn zugestimmt. Für die Kommissionspräsidentin insgesamt ein Riesenerfolg. Europa hat immer noch den Mut und die Fantasie, groß zu denken. Wir befinden uns in einer der schwersten Wirtschafts- und Gesundheitskrisen. Und dennoch gelingt es Europa nach intensivem Ringen auf diese beispiellose Krise kraftvoll zu antworten. Der Marathongipfel ist auch eine Zeitenwende. Die selbsternannten sparsamen Staaten haben erfolgreich ihre Interessen gegen Deutschland und Frankreich durchgesetzt. Die Zeiten, in denen Merkel und Macrons Vorschläge größtenteils abgenickt werden, scheinen vorbei. Fragen wir noch mal nach. Michael Wüllenweber ist aus Brüssel zugeschaltet. Michael, es hat lange gedauert. Es war ein zähes Ringen. Was war am Ende das Zünglein an der Waage? Wie ist man tatsächlich dann doch noch zur Einigung gekommen? Ja, 91 Stunden, 20 Minuten, fast eine Rekordlänge dieser Gipfel. Letztendlich hat man dann am Ende offensichtlich doch zueinander gefunden, wurden Brücken gebaut und dass die deutsch-französische rote Linie gerissen worden ist, die ja angeblich bei 400 Milliarden an Zuschüssen gelegen hat. Das ist natürlich ein Zugeständnis dann an die Sparsamen. Auf der anderen Seite ist man offensichtlich dann auch Viktor Orban entgegengekommen, denn in puncto Rechtsstaatlichkeit ist nicht viel erreicht worden.